Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute geht es um ein Update in einem Fall, den, so denke ich, jeder von euch kennt. Und zwar der Fall von Maddie McCann. Da es ein internationaler Fall ist, gehört er eigentlich auf die internationale Seite. Aber da viele immer wieder nach diesem Fall fragen, wann ich mal ein Video dazu mache, habe ich mir gedacht, dann mache ich das Update einfach auf diesem Kanal. Kurze Erklärung nochmal dazu, warum ich nie ein Video zu diesem Fall gemacht habe. Es gibt sehr, sehr ausführliche Reportagen über den Fall und ich glaube nicht, dass ich dann auch noch ein Video dazu machen muss. Denn wer sich über den Fall informieren möchte, findet auf anderen Kanälen auf jeden Fall interessante Dokumentationen dazu. Ich beschäftige mich ja eher mit Fällen, die momentan in den Medien nicht so präsent sind. Aber genug der Vorrede, gehen wir einmal in das Update, welches kein schönes ist. Und zwar sollte der Tatverdächtige Christian B. ja vor dem Landgericht in Braunschweig eine Verhandlung bekommen. Aber diese Verhandlung ist nun geplatzt. Und wenn alles komplett schief läuft, dann könnte der Verdächtige im Fall der verschwundenen Maddie McCann auch bald freikommen. Das Landgericht Braunschweig erklärte sich bezüglich einer Anklage in einem anderen Fall gegen Christian B. für nicht zuständig. Also muss der Verdächtige nicht befürchten, in Braunschweig vor Gericht zu kommen. Das dortige Landgericht erklärte sich bezüglich einer Anklage wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs für nicht zuständig. Der Haftbefehl gegen ihn wird deshalb aufgehoben. Der Prozess ist geplatzt und das haben die Bild-Zeitung, T-Online und Focus übereinstimmend berichtet. Der Hintergrund ist, Christian B. sitzt derzeit eine 7-jährige Haftstrafe wegen Drogenhandels und Vergewaltigung ab. Etwa 2/3 seiner Strafe hat er jetzt verbüßt. Nun lief ein weiteres Verfahren wegen des Verdachts von Vergewaltigung und sexuellem Missbrauch von Kindern in mehreren Fällen. Die Taten soll er in Portugal begangen haben, vor gut 15 Jahren. Und diese Anklagepunkte lässt das Landgericht nun fallen, weil es sich, wie von der Verteidigung gefordert, nicht zuständig fühlt. Dass der letzte Wohnort des Verdächtigen in Braunschweig lag, reiche als Begründung für die Zuständigkeit nicht aus, heißt es. Nun könnte es sein, dass die Staatsanwaltschaften in Magdeburg oder Frankfurt die Ermittlungen aus Braunschweig übernehmen. Auch dafür gibt es Gründe, dazu komme ich gleich nochmal. Die Fälle, die im Zuge der Ermittlungen rund um den Fall Maddie ans Licht kamen, könnten dann dort verhandelt werden. Die Staatsanwaltschaft müssten dafür aber erst einmal die Beweise genauso bewerten wie die Kollegen in Braunschweig. Christian B. könnte unter Umständen also auch freikommen, sobald er seine aktuelle Haftstrafe verbüßt hat. Noch immer gilt der Mann als Hauptverdächtiger im Fall Maddie. Doch konkrete Beweise wurden bisher nicht gefunden. Deshalb auch keine Anklage erhoben. Aber Christian B. hat 4,5 Jahre verbüßt. Nach 2/3 der Strafe ist theoretisch eine Freilassung auf Bewährung möglich. Und diese hat er nach Bildinformationen auch bereits beantragt. Dass sie bewilligt wird, ist bei den laufenden Ermittlungen jedoch eher unwahrscheinlich. Aber ich sag mal so, ausschließen kann man mittlerweile ja nun nichts mehr. Und die Entscheidung des Gerichts, so Staatsanwalt Hans-Christian Wolters, ändere für seine Behörde zunächst einmal nichts. Wir ermitteln weiter im Fall Maddie und der Beschuldigte bleibt in Haft. Man werde sich mit den Gründen auseinandersetzen und die Entscheidung dann voraussichtlich durch das Oberlandesgericht Braunschweig überprüfen lassen. Der Anwalt von Christian B., Friedrich Fülscher, hatte die Zuständigkeit Braunschweigs schon im September 2022 angezweifelt und das Gericht gab ihm nun Recht. Sollte die Staatsanwaltschaft die gut begründete Entscheidung des Landgerichts mit einer Beschwerde angreifen, wäre klar,
dass es hier auch um persönliche Eitelkeiten der Staatsdiener geht, so Fülscher. Schon die Beschwerde kostet Zeit, die eine andere Staatsanwaltschaft sinnvoll nutzen könnte. Also ich denke mir mal, hier ist die Taktik des Anwalts vollkommen klar, das immer weiter zu verschleppen, entweder bis er unwahrscheinlicherweise nach 4,5 Jahren vorzeitig aus der Haft entlassen wird, oder ansonsten eben, dass man es vielleicht versucht zu verschleppen, bis diese 7 Jahre komplett abgesessen sind und er dann wieder aus der Haft entlassen wird. Auch wenn das Ganze hier bei dem Rechtsanwalt ein bisschen anders klingt. Das einzig Richtige, so Fülscher, sei eine zeitnahe Abgabe des Verfahrens an eine andere Staatsanwaltschaft. Wenn das OLG entschieden hat oder falls die Staatsanwaltschaft Braunschweig keine Beschwerde einlegt, müssten die Akten in Braunschweig zusammengepackt und einer neuen Staatsanwaltschaft übergeben werden. In Frage kämen dann eben die Kollegen aus Magdeburg, denn dort hat Christian B. ein Grundstück in Sachsen-Anhalt besessen, oder Frankfurt, hier wurde er nach der Festnahme in Italien den deutschen Behörden übergeben. Die Hoffnung der Verteidigung, eine neue Staatsanwaltschaft, könnte die Ermittlungen mit weniger Eifer fortführen als die Kollegen in Braunschweig. Die Belastungszeugen, die im geplanten Vergewaltigungsprozess gegen Christian B. aussagen sollten, wurden nach Bildinformationen von der Entscheidung ebenso überrascht wie die Staatsanwaltschaft. So, das war das Update in dem Fall von Maddie McCain. Ja, wie schon gesagt, keine guten News. Es besteht also tatsächlich die Möglichkeit, wenn diese Idee, die der Verteidiger von ihm hat, wohl aufgeht, dass er spätestens nach dieser Haft, die er momentan abzusitzen hat, erst einmal in Freiheit kommt. Denn wie ihr ja gehört habt, wenn das Ganze an eine neue Staatsanwaltschaft gegeben wird, müssen die ganzen Akten erstmal von der entsprechenden Staatsanwaltschaft gesichtet werden. Sie müssen neu bewertet werden, dann muss die Entscheidung kommen, ob Anklage erhoben wird und so weiter und so fort. Und wenn natürlich diese Staatsanwaltschaften dann entsprechend überlastet sind oder, wie auch angedeutet, vielleicht mit etwas weniger Eifer die Ermittlungen betreiben, dann kann das Ganze sich noch ordentlich hinausziehen. Denn bis er seine 7 Jahre abgesessen hat, sind es nur noch 2,5 Jahre. Gut. Dann werde ich euch jetzt auch in diesem Fall auf dem Laufenden halten, auch wenn ich bisher keine Videos zu dem Fall von Maddie McCain gemacht habe. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!